Hier sehen wir die Summenformel der Photosynthese. Auf der linken Seite haben wir die Edukte CO2 und Wasser, auf der rechten Seite die Produkte Glucose C6H12O6 sowie Sauerstoff und Wasser. Die Reaktion ist mit 2872 kJ pro Mol stark endergon. Endergon bedeutet, dass für die Umwandlung von CO2 in Glucose Energie erforderlich ist. Hier ist es relativ viel Energie. Diese Energie stammt aus dem für uns sichtbaren Spektralbereich des Sonnenlichts. Betrachten wir den Kohlenstoff etwas genauer. Er stammt aus dem CO2 und erscheint auf der Produkteseite in der Glucose wieder. Die Umwandlung von CO2 in Glucose ist eine Redoxreaktion. Im Verlauf der Photosynthese wird der Kohlenstoff reduziert. Für die Reduktion des Kohlenstoffs sind Elektronen erforderlich. Die Elektronen stammen vom Wasser. Die Elektronen haben ihren Ursprung hier und werden in der Folge auf den Kohlenstoff übertragen. In der Folge wird das Wasser oxidiert. Der Sauerstoff, der dabei frei wird, erscheint auf der Produkteseite in Form von O2. Betrachtet man die Summenformel der Photosynthese noch etwas genauer, dann fällt auf, dass es auf der linken Seite 12 Wassermoleküle hat und auf der rechten Seite 6. Diese 6 Wassermoleküle dürfen ausnahmsweise nicht gekürzt werden. Der Grund dafür ist das Schicksal des Sauerstoffs. Mit einem Experiment lässt sich der Weg des Sauerstoffs besser nachvollziehen. Das CO2 und Wasser auf der linken Seite enthalten beide Sauerstoffatome. Wenn man diesen Sauerstoff des CO2s und Wassers mit verschiedenen Isotopen markiert, kann man ihn anschließend unterscheiden. Ein Isotop ist eine unterschiedlich schwere Variante des gleichen chemischen Elements. Mit dem Experiment kann man zeigen, dass der entstehende Sauerstoff auf der rechten Seite, also das O2, alle seine Atome aus dem Wasser bezieht und kein einziges dieser Sauerstoffatome aus dem CO2 stammt. Wir haben das in der Grafik bereits grün markiert. Nun enthält aber auch das CO2 Sauerstoffatome. Man findet sie auf der Produkteseite einerseits in der Glucose wieder, das wäre an dieser Stelle, und andererseits in den 6 Wassermolekülen. Aus diesem Grund dürfen diese 6 Wassermoleküle nicht gekürzt werden.